ist was im Weg. Was habe ich übersehen? Ein Generator? Ich frage mich, wofür der gut ist. Noch ein Safe. Aber dieser ist verschlossen. Sie hat ihr Leben riskiert, um ihn zu erreichen. Ich muss ihn öffnen, aber er hat keinen Strom. Hat keinen Strom. Ich muss diesen Generator starten, wenn ich sie finden will. Wenn ich mein Netz mit dem Generator verbinde, kann ich den Safe öffnen. Das funktioniert sowieso nicht. Denn dann müsste ich das ja auch nicht. Wie kann ich den Strom wiederherstellen? Da ist aber das im Weg. Das heißt, hey, mach's doch hin. Was ist mit dir? Vielleicht mit dem beschädigten Kabel. Mach's doch dahin. Das war's. Ich bin drin. Paris. MJ, kannst du Französisch? Nicht ein Wort, aber schick's mir mal. Okay. Kannst du Französisch? Hier ist eine Bedienungsanleitung für einen Stab von Batum. Ich kann bestimmt Französisch. Hm. Ich mach mich mal schlau. Eine Sekunde. Jäger. Was auch ihr Ziel ist, ich muss hinterher. Laut einer Übersetzung des mystischen Arcana ist dieser Stab alt. Und ich meine, vor unserer Zeitrechnung alt. Angeblich kann sein Träger damit Portale erschaffen, die ihn an jeden nur möglichen Ort bringen. Wie Magie? Wenn sie so etwas in die Hände bekommt. Ich wüsste, was damit anzustellen. Miles, halten wir uns an den Plan. Sind in Position. Sie gehört uns. Ist definitiv da drin. Ich muss die Jäger loswerden. Die Spinne ist hier. Oh shit! Nichts passiert zum Glück. Schon zweimal entwischt. Diesmal nicht. Diesmal kriegen wir sie. Was auch immer dieser Stab macht, er ist hell. Nicht ein Glückstag. Wie kann das sein? Habe ich mir schon gedacht. Da steht doch keiner mehr in der Nähe. Ach, da ist auch noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Er schaut hier hin. Dann mache ich das anders. Er schaut hier hin.
Dritter Ausgang ist gesichert. Craven wird dir die Haut abziehen. Entweder zaubert Black Cat da drin, oder ich verpasse eine krasse Party. Folgt dem Geräusch und findet die Spinne! Zum Glück bin ich nicht du. Nein! Jetzt hat er sich umge... Nichts passiert. Nichts. Oh, habe ich Glück gehabt. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Der ist eigentlich wurscht. Den können wir so machen. Wurscht ist er. Der französische Text auf der Postkarte bedeutet: Mein Lebensinhalt. Was zur Hölle ist denn los? Versucht sie uns abzulenken. Alles nur ein Traum. Gerüchten zufolge gehen in diesem Gebäude seltsame Dinge vor sich. Das scheint zu stimmen. Jetzt normalerweise. Genau. Hier ist das gewünschte Schläfchen. So, dann. Ich habe ein komisches Gefühl. Die ganze Jagd war wirklich voller Überraschungen. Konzentrier dich auf die Beute. Er will uns Angst machen. Nein, nicht weglaufen. Hier bleiben. Heute ist nicht dein Glückstag. Das waren dann alle. Mal sehen, was Felicia hier so treibt. Vichy. Wischiwaschi. Was sagt die Uhr? 1.38 Uhr. Mal was Neues. Die kleine Spinne möchte spielen, ha? Huh? Oh ja, auf jeden Fall. Geklaut. Und die Magie ist ziemlich echt. Was ist passiert? Hey Cat, können wir reden? Mach doch mal langsam. Die kann mich gerade zum Beißen, ne? Nicht nur dich. Wie kommst du auf unseren Kanal? Ihr benutzt immer noch den alten. Hast du nichts Besseres zu tun, Kleiner? Felicia, du musst aufhören. Das ist leichtsinnig, selbst für dich. Wer ist das? Bist du das, Roger? Wie läuft's denn so mit der alten Spinne? Ich will dir helfen! Ich brauche keine Hilfe von dir oder sonst einer Spinne. Weißt du, was der Stab kann? Sie will damit bloß mehr Kunstwerke stehlen. Hey, ich kann euch Clowns hören. Oh, die Bahn! Felicia, das ist gefährlich! Ah! Vorsicht, die Jäger sind zurück! Oh, die müssen mich echt mögen. Wir können es beenden. Wir können den stoppen, der dich töten will. Stiehl dein eigenes mystisches Artefakt. Halt! Ich hab keinen Schall dabei. Dieser Stab kann uns zu Craven bringen. Es ging hier nie um Craven. Oh ja.
Auf jeden Fall, ey. Ultra hohe Hitze. Warum hilfst du mir nicht, ihn aufzuhalten? Du bist Spider-Man. Du hast die Stadt schon mal gerettet. Das schaffst du auch wieder. Spider-Man hatte recht mit dir. Du denkst nur an dich selbst. Hör mal, Kleiner. Das geht dich nichts an. War das Outfit für dich schon geil, ne? Und hat meinetwegen Ärger mit üblen Kerlen. Hast du mir jemals was aus Liebe getan? Sie braucht mich, jetzt. Wenn ich nur wüsste, wie ich mit diesem Ding vorankomme. Lord MJ ist dir nicht zu trauen. Vom ersten Teil, echt? Wo die wahrscheinlich nackt rumrennt oder im Bikini oder so, ne? Da ist die Katze! Fangt sie lebendig! Sie gehört mir! Hinter dir! Das tat weh! Du solltest weg! Nimm dir ein Portal! Die Bedienungsanleitung für dieses Artefakt war nicht verständlich. Du wirst wohl langsam besser darin. Nicht besser genug. Wir kriegen das schon hin. Gemeinsam. Verdammt. Mutige Einstellung, Junge. Es heißt Spider-Man, nicht Junge. Danke. Okay, Spider-Man. Dann zeig mal, was du kannst. Benutze deine Klingen. Überraschung! Du hast gerufen? 25. Mehr von ihm! Auf dem Dach! Hey! Durch dieses Portal! Hält dir diesen Stab ab! Nicht zurücklassen! Er ist nicht schneller als deine Kugel! Ich glaube, der Mais ist noch zu jung dafür. Hier ist noch ein Portal. Ich nehme dir die Hilfe, die ich kriegen kann. Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze. Schalte den Geschützturm damit aus. Hey, Spider-Man. Glaubst du diesem Weg der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen. Wusstest du, dass Seelöwen bis zu 40 km/h schwimmen können? Achtung, Jäger, da sind viele. Craven will ich wohl echt kriegen. Ich bin nicht zu haben. Spinner, lass mir nicht von der Spinne halten. Das ist mein Ziel. Das war krass. Sie wollen uns definitiv müde machen. Wenn sie mich wollen, müssen sie mich umbringen. Lass mir es nicht so weit kommen, okay? Zusehen und lernen. Ich schieße. Ich spinnst du nicht ein. Wie findest du Hunde? Ich stehe mehr auf Katzen. Und das sind keine Hunde. Die beißen wie Hunde. Schlimmer. Vorsicht, Portal. Hol ihn runter. Erwischt. Der Vereis hat erwischt. Ich verzieh mich. Bleib liegen. Die schicken einfach alles auf uns. Das könnte mein letztes Leben sein. Nein, wir bringen dich nach Paris. Deine Freundin braucht dich. Du bist wirklich Spider-Man. Okay.
Der Miles. Hier. Fokussieren. Denk an den Eiffelturm. Denk an den Eiffelturm. Ich würde an was anderes denken. Aber das will ich jetzt nicht so sagen. Wenn ich das Ding in der Hand halten würde und sie würde vor mir stehen, dann, dann würde ich mir andere Sachen vorstellen. Danke dir. Man muss nur alles richtig nutzen, ne? Zeig mir Lee. Hey, was ist mit Felicia? Sie ist in Sicherheit. Vorerst. Ruf dich gleich zurück. Spider-Man, danke fürs Kommen. Ich suche nach meinem Großvater Earl. Er wollte hier jemanden treffen. Und jetzt ist er weg. Und kannst du mir helfen, ihn zu finden? Gibt es irgendwelche Hinweise? Nur dieses Bild. Da hat es den ganzen Morgen angestarrt. Kommt mir bekannt vor. Eine Art Ausstellung. Auch schon müde? Wurde wohl vor circa 60 Jahren aufgenommen. Etwa zur selben Jahreszeit. Ich denke mal, ich mache bis 2:15, 3. Keine Sorge. 2:30. Schnell. Er ist oft verwirrt und ich will nicht, dass er sich fürchtet oder verletzt oder... Keine Angst, ich finde ihn. Und da kam ich doch gerade. Auf dem Bild war ein Tier im Hintergrund. Oh, kein Großvater, New Game Plus, sagst du. Vielleicht finde ich Hinweise. Diese Blumen am Seelöwenbecken. Ist da noch etwas? Finde die Fotolocation. Kann ich das Bild noch mal sehen? Ich bin doch hier. Willst du mich jetzt verarschen oder soll ich jetzt ein Bild machen? Oder was ist jetzt hier los? Ich bin noch hier, was soll das? Siehst du aus? Spider-Man begeht mal wieder eine Heldentat. Ja, nein.
Und jetzt? Jetzt bin ich doch hier. Ich bin doch hier. Da steht, finde die Fotolocation. Finde Großvater. Hier sind nur Jüngere. Wie alt ist der? 13 oder was? Der Großvater ist 13, ey. Was ist denn das? Ich muss hier nochmal raus. Ach, fuck. Fuck. Hä? Das passt doch das eine nicht mit dem anderen zusammen. Hier steht die Polizei. Da auch, hier auch. Und hier chillen die ganz normal, oder was? Was macht der hier? Guckt mal an. Der bumst ihn doch oder so von hinten. Die Hand steckt doch im Arsch. Also ich weiß nicht mehr. Ich mach neu laden. Ganz komisch. Mach schnell. Er ist oft verwirrt und ich will nicht, dass er sich fürchtet oder verletzt oder... Keine Angst, ich finde ihn. Oh, kein Großvater, aber vielleicht finde ich Hinweise. Diese Blumen am Seelöwenbecken. Ist da noch etwas? Ach so. Ach so. Ja, das ist der. Ich verstehe. Hey, ich habe deinen Großvater okay. Noch ich hätte es gefunden. Lesen sollen. Aber eine Notiz für ihn. Trotzdem nicht meine Schuld. Über einen botanischen Garten. Meine Großeltern sind am Wochenende immer durch den botanischen Garten spaziert. Dort muss er bestimmt sein. Auf dem Inhalator steht Großvater. Ich hab gedacht, schon eine Crackpfeife. Kann nicht sein. Wenn ich herausfinde, was in dem Inhalator ist, kann ich bestimmt eine Spur zu Großvater aufnehmen. Boah, das ist krass. Ah. Nochmal. Ich muss genau aufpassen. Nochmal. Wer ist die Junkie Party jetzt? Es geht immer eins weiter und ich habe hier einen Punkt, den kann ich aber nicht zerstören. Und da habe ich auch einen. Und was ist, wenn ich... Genau. Und hier habe ich genau dasselbe. Hier auch. Den da. Nein, so geht's nicht. Ach, ich Idiot, ey. Ich... Ganz falsch. Einmal. Dann einmal das hier. Ganz falsch. Dann mache ich das. Dann lieber das. Und genau hier. Und hier genau das. Da. Und bei dem nehme ich nur das. Gut.
Die Crackpfeile, Pfeife. Mein Großvater ist nicht im Garten. Aber ich konnte mit seinem Inhalator eine Spur. Oder so eine kleine Taschenbombe oder so, ne? Oh nein, wirklich? Bitte beeil dich. Sein Leben hängt von diesem Ding ab. Ich habe gerade so viel Stress. Und manchmal fühlt es sich an, als müsste ich mich um ihn kümmern. Aber ihn vielleicht zu verlieren? Ich will einfach nur bei ihm sein. Sachen gibt's gar nicht, ja? Würde ich das sagen. Stimmt nicht mit mir. Geh nicht so hart mit dir ins Gericht. All seinen Aufgaben nachzukommen ist schwer. Okay. Ich verstehe das. Du gibst dein Bestes. Muss man einfach probieren, ey. So wie Krokodil, oder? Hab ihn am See entdeckt. Ich bleib bei Krokodil? Ihm, bis du hier bist. Wirklich? Scheiße, ich habe jetzt keine Oreos bleib, mehr hier. Hallöchen, Sir. Spider-Man? Krokodil. Oh, egal, Mann, was du denkst, ich war's nicht. Ihre Enkelin sucht nach Ihnen, Sir. Enkelin? Sag ihr, ich bin bald wieder zurück. Hier habe ich meiner Frau den Antrag gemacht. Genau hier, an dieser Stelle. Eine wilde Frage. Sie lassen den Rest von uns aber mies aussehen. Wie lief's? Erst mussten wir in den Zoo. Ich kenne niemanden, der Tiere mehr liebt als Krokodil diese Frau. Krokodil nehmen und dafür hast du sofort... Nee, Mann, ich wollte sie bei den Wildmännchen fragen. Das kann ich auch selber erspielen. Sie sagte, da brauche ich kein Krokodil. Aber ich war so nervös, Mann. Ich konnte gar nicht klar denken. Wir verließen den Zoo und liefen bis hierher. Sie? Wenn du sie gesehen hättest. Perfekt. Aber ungeschickt. Ist fast in den Teich gefallen. Mit dem Gesicht zuerst. Warst du je verliebt, Spider-Man? Ich, vielleicht. Es ist so schön. Es gibt nichts Schönes. Es wird bestimmt einen geben, der wird sagen, er will Krokodil nehmen. Kann ich dir etwas sagen, Spider-Man? Ich werde immer schwächer. Es ist beängstigend. Ich dachte, ich wäre bereit, aber nichts macht einen bereit. Nichts. Aber wenn ich hier bin, ist es, als wäre sie auch da. Als würde ich alles nochmal erleben. Ich bin nervös, schwitze und alles. Und dann alles. Dann sehe ich in ihre Augen und fühle mich wie zu Hause. Ich war an dem Tag so nervös, Spider-Man. Ich mit hätte Krokodil. Fast gar nicht gefragt. Und es ist, als hätte ich geblinzelt. Krokodil, dann die. Sie. Tut mir leid. Du meintest, meine Enkelin würde nach mir suchen? Lass uns zu ihr gehen. Ich sag's dir, du. Ich sag's dir. Natürlich bist du hierher gekommen. Sorry, dass ich dich verloren habe. Ich bin doch weggelaufen. Aber Spider-Man hat gut auf mich aufgepasst. Wir haben über deine Großmutter geredet. Ach ja? Sie liebte diesen Ort, nicht wahr? Servus, Schassen, was geht, ey? Guten Abend. Eine gute Nacht, keine Ahnung. Kann man das sagen? Nee, eigentlich nur, wenn man schlafen geht, oder? Hey, was ist mit Felicia? Sie ist in Sicherheit. Vorerst. Was macht dein Artikel? Hab ihn schon Hamba geschickt. Zamba mit Fixsahne, ja? Du schaffst das. Hey, du musst nach Coney Island. Was? Wieso? Mysterio wurde doch gerade entlassen. Tja, er eröffnet dort eine neue Attraktion. Ist er das nächste Ziel der Jäger? Könnte sein. Und rate mal, wer heute noch da ist. Ein Tipp.
Hey, kann ich zurückrufen? Super. Wir führen 2-2. Eins muss man den New Yorkern ja lassen. Ist ganz cool. Ganz macht Spaß. Wenn irgendwo Spaß natürlich, haben, ne? Sind sie sofort dabei. Genki, bin wieder da. Ich wollte sagen, ist denn das nächste Ziel der Jäger? Könnte sein. Und rate mal, wer heute noch macht da Spaß. Ist. Ein Tipp. Du stehst seit über einem Jahr auf sie. Komm, man kennt es halt, ne? Bro, aber es ist trotzdem Bro. Gut. Du und Haley seid füreinander gemacht. Du musst sie fragen, das ist ein Naturgesetz. Mal sehen. Aber erst ist Mysterio dran. Leute, 77 Würstchen in 10 Minuten. Und es waren lange Würstchen. Ja, lange Würstchen? Die perversen Hunde hier. Perfekt für Robbie. Ich hoffe, ihr kommt. Hey, zahlst du für das Foto Spider-Man? Ich mach nur Spaß. Du bist zu. Ja, aber auf jeden Fall gerade eine Würstchenparty, ne? Wie man gesehen hat. Ich habe gehört, dass dieser Typ seine Hotdog-Brötchen in Tomatensaft taucht. Ich verstehe ja, dass man sie dann leichter runterbekommt, aber Tomatensaft? Also wirklich. Echt? Muss ich auch mal probieren. Oh, Hotdogs habe ich schon länger nicht mehr gegessen. Ich muss mich erst umziehen. Dann schaue ich mich im Park um. Inkognito. Ich sehe keine Bösewichte. Oh, sehen wir uns das genauer an? Es wird irgendwas. Oh. Hallo, ich bin Quentin Beck, Meister-Illusionist. Und das sind ins Rote Meer, Betsy, ja. Meine Geschäftspartnerin, und Cole, meine technische Beraterin. Und das... Ach, ja. ...ist die nächste Generation. Wenn es nicht anders geht, muss man uns ins Rote Meer reinstechen, ne? Niemals, Mann. Ist so. Ausgezeichnet. Cole? Ein junger Mann, bereit, die Zukunft selbst und hautnah zu erleben. Ich weiß, von was ich Gibt rede, es da ne? draußen noch jemanden mit Mut im Herzen? Nur zu, kommen Sie und erleben Sie die Zukunft. Die Grafik ist auf jeden Fall geil. Vorne ist ein Kiosk. Geh einfach weiter. Wenn es dir gefallen hat, empfiehl uns gerne weiter und besuche eines der vielen anderen Mysterien, die es jetzt in der Stadt gibt. Eintritt bald nicht mehr frei. Danke, Betsy. Mach Betsy? Starten wir mit der Personalisierung. Während du diese Bilder ansiehst, möchte ich, dass du an deine Zukunft... Hast du die Entwickler verliebt? Deine Hoffnung. Träume. Die Entwickler sind dran schuld, dass sie mich gesperrt haben, ne? Ich bekomme gute Daten. Und das war's. Wie krass. Diese, die Show. Keine Sorge, ich kann alles mithören und sehen. Sag einfach Bescheid, wenn du dich unwohl fühlen solltest. Der Ehrenbruder Thomas, ja. Der Mönch Thomas. Ich benenne den Thomas den Mönch. Ach so ist es. Oh shit. Oh, Gut, ich bin drin. So. Das ist gut, yeah! Das gefällt mir. Jetzt geht's los. Okay, jetzt wird angeheizt. Nice. Jetzt drehen wir auf. Ja.
mich hören! Alter, jetzt wird... Nein! Oh, ich habe was falsch gehabt. Craig Pfeife. Oh shit. Und das bringen wir jetzt auf. Oh shit. Oh, jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab, das wollte ich auch kurz sagen. DJ Spidey. Der hat sich auch was eingeschmissen, bestimmt. Genki muss das probieren. Oh fuck! Oh, jetzt bin ich voll rausgekommen. Macht euch bereit! Raver Party, ey. Und alle. Hyper, hyper. Klein. Schon voll abgespaced, wie das aussieht. Donnerstoß, fuck ey. Was sind wir jetzt hier bei Pokémon? Wo ist die hin? War das überhaupt echt? Erst kämpfen, dann analysieren. In Rabbitoll weg! Hören Sie mich? Ja, ja! Ihr habt hier eine kleine Fehlfunktion! Offensichtlich! Wir sehen dich nicht. Wir beschreiben, was passiert. Ich hab den Club gerockt. Dann kamen ein paar Fieslinge. Und jetzt wollen die mich rocken. Oh je. Ich hoffe, dir ist nichts passiert. Ich komm schon klar. Aber können sie nicht den Stecker ziehen oder so? Es ist so einfach. Aber wir versuchen es. Du kleiner Bastard. Oh, sorry. Also muss ich sagen, ich vermisse irgendwie Dark Souls zu spielen. Weil da kann ich mehr aus mir rauskommen. Wisst ihr, was ich meine? Was macht die mit seinen Dämonen hier? Will ich mir das alles ein? Geredet, als ob er eine Illusion erstellt hat. Habe ich etwa daran gedacht? Fast geschafft. Kommst du immer noch klar? Gerade so. Halt durch. Nicht mehr lang. Ich hab nicht aufgepasst, ey. Ich werd schon langsam. Und halb mach ich Schluss. Halb ist sehr gut. Sehr gute Zeit. Schnell! Wenn du den Song beendest, kommst du gleich zu einem Stopppunkt im Programm. Bin dran! Okay. Da! Du
solltest einen Ausgang sehen. Okay, Zeit zu gehen. Johnny Party. Bist du okay? Ja. Es tut mir wirklich leid. Wir tun alles, um zu klären, was passiert ist. Aber bis dahin. Miles. Miles. Also, was ist hier los? Oh. Die Zukunft des Entertainments hat noch ein paar Schwächen. Hi, Pete. Cooles Shirt. Coole Schuhe. Echt coole Schuhe. Cooles Outfit. Echt. Hey, Miles. Genki? Leute, das ist mein bester Freund Harry. Er ist gerade aus Übersee zurück und gründet eine neue Forschungsstiftung. Du meinst, wir gründen gerade eine neue Forschungsstiftung. Hey, freut mich echt. Neuer Job, was? Bleibt da noch Zeit für Nachhilfe? Kriegen wir hin. Wollen wir? Ganz ehrlich, das Ding vorhin hat mich echt mitgenommen. Und ja? Okay. Hat mich gefreut, Harry. Ja, gleichfalls. Geht's dir gut? Ja. Also, ich melde mich später. Hey, wir sollten nach Miles sehen, ob es ihm gut geht. Ja, mach ich. Okay. Die scheinen nett zu sein. Schade, dass sie die beste Nacht unseres Lebens verpassen, ha? Voll lustig, Mann, du Idiot. Okay, das ist der Plan. Dieser Abend ist das Album mit den größten Hits unserer Kindheit. Und die drei Top-Singles sind unsere Lieblingsattraktionen. Willkommen! Okay, legen wir los. Kommen Sie näher! Ich habe keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt. Viel Glück. Das ist drauf. Nee, Pete, du schaffst das. Okay, Spieler. Finger an Abzug. Los geht's. Aufs Ziel. Und das Great Coney Island Open kehrt nach 3 Jahren zurück. Und unsere Teilnehmer scheinen in Topform und gut gelaunt zu sein. Harry, was machst was du da? Was ist? Dich ablenken. Da kann ich mich hin schön draufpissen, oder? Ist doch dasselbe. Oder sehe ich das falsch? Du bist für ihn? Das sieht aus, als würde einer die ganze Zeit da drauf schippen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ewiger Champion behält seine Krone. Moment, was ist mit ihrem Preis? Ich würde mich auf den. Auf den. Ich würde mich auf den Tisch stellen und wieder auf die Scheibe pissen. Das ist ein Klassiker. Du hältst den Rekord für die Menge an Erbrochenen auf dieser Fahrt. Ich bin heute noch stolz darauf. Als nächstes in den Top 3: MJ Watson und der Speed Demon. Gehen wir auch zu den anderen Fahrgeschäften und spielen. Wenn wir genug machen, gewinnen wir etwas am Preisstand. Ich wusste, ich habe das irgendwo gelesen. Weiß keiner, wie lang ist denn das Spiel überhaupt? Ab 16, oder? Schwachkopf. Lass dich nicht von ihm unterkriegen, MJ. Er hat Angst. Du weißt doch, was für eine Höhenangst ich habe. Also, wenn ich das spiele, ist es auf jeden Fall nicht mehr jung frei. Das Spiel ruft geradezu nach uns. Bereit für Runde 2, Pete? Einer muss es ja sein. Treten Sie näher. Sie möchten bestimmt ein paar Körbe werfen. Swish, swish, swish. Ich wusste nicht, dass du Basketball so magst, Harry. Mit all der Energie, die ich jetzt habe, mag ich alles. Oh, shit. Oh, da ist er. Peter Jordan, ne? Catwoman in Haar und enger Kleidung, ey. Crack, auf jeden Fall, ey. Und abgehackt. Optionale Fahrten und Spiele. Komm, ich will noch mal was zocken hier. Wie hast du mich nur dazu überredet? Die Sahneschlange. Sei ruhig und rieche das Popcorn. Kannst du jetzt über Essen nachdenken? Du kennst mich!
und meine Talente. Klar. Oh, damit hätten wir die Schwindelfahrt erledigt. Ich hab ganz vergessen, wie cool das ist. Noch ein Stempel für unser Ticket. Das wird's sein. Tut mir leid. Die blauen sind alle die optionalen, genau. Steht auch da oben. Sie einfach alle mit dem Ballon. Möchtest du unsere Liebe testen? Jemand Lust auf Go-Kart? Mit dir am Steuer? Auf Go-Kart? So, jetzt wird's Zeit. Kommt schon, ihr Turteltäubchen. Es wartet noch viel Park auf uns. Keine Angst, ich helfe dir. Er bleibt einfach stehen. Tombstone? Was macht er denn hier? Er ist wohl ein Mechaniker. Und hilft Tombstone? Den Leuten. Tombstone? Wer war das nochmal? Danke fürs Rausziehen, Mann. Das hätte übel werden können. Vielleicht doch lieber die Achterbahn. Aus dem ersten? Tombstone? Mysterio? Dieser Park zieht Rey Mysterio Schocken förmlich an. Ja. Na los, wir haben die Nostalgie noch nicht komplett ausgeschöpft. Rey Mysterio. Ein wahrer Gentleman. Alles okay? Ich bin echt nervös. Keine Angst. Oh, jetzt wird sie noch mal romantisch. Also. Mein Horst. Wahrscheinlich ist es, dass die Person, der Harry sein Haus gegeben hat, das wäre echt ein süßes erstes Treffen. Ach ja, ey. Das Tester probieren? Wieso? Du weißt schon, Harry hat offenbar ein wenig Liebe, die er testen muss. Was flüstert ihr da eigentlich die ganze Zeit? Ich sage MJ nur, dass sie die Arme bei der Fahrt nicht rausstrecken soll. Okay, reicht jetzt. Raus. Das war episch. Ja, oder? Das hat wirklich so, furchtloser Anführer. Oh Mann, ey. Und zum krönenden Abschluss. Muscle up. Oh, du sagst es, Baby. Ich habe nie die Glocke getroffen. Aber der Traum treibt mich weiter an. Ich glaube, diesmal klappt's. Na, was ist denn jetzt hier? Perversen Muscle Up? Was sagt dein heimlicher Verehrer? Wer, Jonah? Nichts. Schon krass, die Beleuchtung. Schaut euch das mal an. Nicht zu fassen, dass er dein Boss ist. Suchen wir einfach was zum Draufschlagen. Ich war schon heftig, ne? Was sie hier gemacht haben. Und das Spiel läuft in 60 FPS mit Raytracing, ne? Und es gibt Entwicklerstudios. Glück wird es renoviert. Die schaffen es nicht. Ich will aber jetzt keine Namen nennen, na, weil ich mach sowas nicht. Ich will keinen Namen nennen. Na,
Reiner LSD drin. Klasse! Mach langsam und tut dir nicht weh. Das Einzige, was leiden wird, ist dein Parker-Stolz. Jungs, Jungs, ihr seid beide hübsch. Sorry. Okay. Peter. Das war wohl wirklich mein Jahr. Harry, das war unglaublich. Ja, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Okay, wie wär's jetzt mit was entspannterem? Der Andrang beim Riesenrad ist nicht mehr so groß. Habe ich mich doch gerade hingestellt. Ja, ich will ihn beenden. Ja, komm. Ich bin hier nicht, um hier irgendwie Karnevalszeug und hier auszuprobieren. Kommt jetzt. Hey, steigt ihr Turteltäubchen? Oder was das sein soll. Und ich versuche noch ein paar Einhörner zu gewinnen. Junkie Alarm, oder? Du siehst glücklich aus. Oder Raver, Raver Alarm, war ja auch, gab's ja auch schon, ne? Kenn ich auch. Ihr beide werdet ein Wahnsinns-Team sein. Frankfurt am Hauptbahnhof, ey. Der Bugle hat gepostet. Und? Hast du die Titelseite? Du bist Redakteurin. Wir bräuchten Pepsi und Purple Haze geraucht, ey. Jäger und Skorpione und Explosionen. Da haben sich Krokodil reingehauen. Das ist die Story von dem Neuen. Oh, MJ. Sie hat schon 5000 Aufrufe. Ich muss eine andere Story schreiben. Ich muss Jonas Vertrauen gewinnen. Hey, dir fällt schon was ein. Du kannst das. Danke. Klar. Und hey, wenn du Hilfe von der freundlichen Spinne von nebenan brauchst, naja, wir sind ja auch ein Wahnsinns-Team. Auch wenn ich den Champagner vergessen habe. Nächstes Mal. Gibt's Knutschi, Knutschi. Er ist da lang. Na? Aus dem Weg. Ich sehe Tombstone. Ihr seid Cravens Schlägertruppe, oder? Welchen Superschurken jagt ihr diesmal? Das schaut echt krass aus, ey. Tombstone? Spider-Man, das hat mir gefehlt so ein bisschen. Ich hab dir nicht erwartet, was? Tja, geht mir auch so. Boah, ist das krass. Ich wollte nur einen ruhigen Tag, aber nein. Hol ihn da raus. Boah, das ist krass hier, ey. Wenn man hier jetzt kämpft, denkt... Was? Ich muss mich mal nochmal hinsetzen, weil ich lieg hier schon, ne? Ich bin schon hier am Liegen. Feuer frei! Und kommt schon zurecht. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Ich muss sie von den Leuten fernhalten, die noch im Park sind. Oh nein, Harry! Komm
schon, Harry, geh endlich ran! Hier ist Harry, hinterlass deine Nachricht. MJ! Harry geht nicht ans Handy! Ich habe hier alle Hände voll zu tun und ich kann ihn auch nirgends sehen! Unsere Gondel kommt gleich runter. Ich pass auf, dass ihm nichts passiert. Und pass auch auf dich auf! Hey, du weißt, ich habe immer meinen symkarianischen Kumpel dabei. Nennst du so deine Sable Stingray? Ich arbeite nach einem Namen. Ich melde mich, wenn ich Harry finde. Genau darauf habe ich gewartet. Wenn mich das interessiert hat, wie das aussieht, wenn das Spiel nur für die PS5 entwickelt wird, ne? Das hat mich so und jetzt sehe ich's. Freie Schussbahn! Zur Rennbahn. Da hat Tombstone vorhin gearbeitet. Er ist hart im Nehmen, aber die sind es auch. Jäger, startet die Motoren. Möge die beste Spinne gewinnen. Ich wusste, er ist auf der Rennbahn. Spider-Man oder Tombstone? Wir haben Glück. Es sind beide. Reicht denn jetzt aus? MJ, hast du Harry? Noch nicht, aber ich habe Mysterio gesehen. Ravens Schläger scheint sich nicht für ihn zu interessieren. Nicht die Bohne. Dann wollen sie nur Tombstone. Danke für den Tipp. Ja, ich suche weiter nach Harry. Nein, nein, oh, wie viel gleich. Was zum... Ich habe ihn in
Erledige die Kerle, Tombstone! Konzentrier du dich einfach auf dein Netz! Wer hätte gedacht, dass du mich mal beschützen würdest? Ich sicher nicht, Lonnie! Aber der Boss von denen will dich tot sehen! Der Kerl macht offenbar Jagd auf Superschurken! Würde es vielleicht helfen, wenn ihm mein Bewährungshelfer sagt, dass ich mich geändert habe? Da er bereits... Kleiner Bastard, ey! Wohl eher nicht! Schafft uns endlich diese verdammte Spinne vom Hals! Netter Versuch, Spidey. Aber wir sind vorbereitet. Ach man, das ist herrlich, du, ey. Bist so Schelle einfach, ne? Ach, geil, ey. Man, das ist geil. Wie so eine Schelle, ey. Ach, das war gerade, das war mein Moment of the Day. Ja, genau. Wie Bud Spencer, ey. Bud Spencer und Terence Hill. Na, vier Fäuste für ein Halleluja. Morgen. Was ist denn heute? Ist schon 2.34 Uhr. Ich muss noch die ganzen Videos hochladen. Ach so, ich muss es noch veröffentlichen, ne? Darf ich nicht vergessen. Hinweise. Da fehlt ja noch einer, ne? Tut mir leid! Ach, okay, jetzt kommt er. Los! Haltet durch! Es gibt ein Video auf YouTube, das kannst du dir mal anschauen, wenn du willst. Nach dem letzten großen Performance-Patch von Digital Foundry. Würde ich mir mal anschauen, Bass. Kannst du, dann weißt du... Weißt du auf jeden Fall Bescheid. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber ich weiß, die haben... Die haben das nochmal gezockt. Nach dem Patch. Okay, wir müssen reden. Auf jeden Fall.
Spider-Man. Ich weiß. Aber zuerst, was für ein Zeug kommt da aus dir raus? Ich glaube, das ist mein Heilmittel. Laut Dr. Connors ist es ein selbstlernender Exosuit, aber mir war nicht klar, dass er... Moment. Du weißt, was das bedeutet, oder? Wir haben beide Superkräfte. Stell dir nur vor, wie wir die Welt heilen können. Oh. Sorry. Ich, muss wohl erst noch rauskriegen, wie das Ding funktioniert. Tja. Schade, dass keiner von uns ein hochmodernes Forschungslabor für ein paar Tests hat. Ich sehe nach, ob die Luft rein ist. Treffen wir uns dort? Ruf an, wenn du soweit bist. Sowieso schon zu spät mit... Also ich finde, für mich, ich habe es ja schon gespielt, ist schon zu spät. Wenn du es noch nicht gespielt hast, hey, ich hab gesehen, was in Coney passiert ist auf jeden Fall jetzt besser, wie als wärst du zum Release eingestiegen. Ja? Ja, das war er? Aber wie? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Ich glaube, seine Behandlung hat... Oh, das ist Harry. Ich muss los. Hey, die Stiftung ist wieder frei. Okay, ich schwing vorbei. Schwing vorbei. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft du das schon gesagt hast. Laut Prowler Code hat Onkel hier ein Versteck gehabt. Hey, Haley, was gibt's? All die Leute, denen du bei Brooklyn Visions geholfen hast, sie haben ein Dankesgeschenk für dich gemacht. Das ist lieb. Aber Spider-Man nimmt keine Geschenke an. Nur Umarmungen. Haha. Umarmungen sind super. Aber du wirst dieses Geschenk gebrauchen können. Oh, ich ruf dich zurück. Langsam hab ich's drauf. Bye, Schwing. Ich schwinge mich gleich ins Bett auf jeden Fall. Ich kann das Dampfrohr hochziehen. Das Dampfrohr? Weiber beim Duschen beobachten. Krass. Er ist ein Krasser auf jeden Fall. Aber man sieht, das ist... man hat sich hier ein bisschen Mühe gegeben. Mach's gut, Serkan. Freund, servus. Ciao, servus. Ciao. Radiosender ausgeräumt. Hab mich schon gefragt, wo ich war. Zu meiner Zeit war dieser Sender die heißeste Adresse in Brooklyn für aufstrebende Hip-Hop-Künstler. Waren du und Dad auf Sender? Ja, waren komplett Dead Island DLC. Wer weiß es? Mit dieser Supergroup aus Staten Island ersetzt. Ich hab noch deine Beats, wenn du sie willst. Boah, das ist ja schon bald. Sie ist nicht bereit für ein Prowler Spidey Mixtape. Mach dir nichts draus, Junge. Ich hoffe, Onkel fängt wieder an mit Musik. Das wäre eine gute Ableckung. EMS also. Was geht ab?
Dampfturbinen sind klein, aber oho. Werden sie in Höhenströmungen eingesetzt, sind sie eine potenziell autarke Quelle sauberer Energie. Später fliegen sie zu einer Dockingstation. Aber jetzt möchten wir sie für einen ersten Probelauf platzieren. Mit den Netzflügeln sollte ich damit auf die richtige Höhe kommen. Man nennt das nicht umsonst Brooklyn Heights. Und ab geht's! Ha! Die Netzflügel allein geben nicht genug Auftrieb. Ein kleiner Schub noch. Die Kreuzung Cord und Montague ist super windig. Ich habe oft Papiere verloren, wenn ich da durchgegangen bin. Nutzen wir das als natürlichen Windkanal. Das ist echt hoch. Und jetzt Einsatz. Flieg frei, kleine Turbine. Können so kleine Turbinen so viel Energie erzeugen? Mit den Dingern könnte man Wind als Energiequelle revolutionieren. Stell dir nur vor. Oh, ich glaube, ich lasse es. Lüfter versorgen New York eines Tages mit Strom. Ich kann es schon sehen. Kabam! Noch eine. Muss die... Ja, also. Toll. Alle erfolgreich gestartet. Ich mach mich... Eine Turbine ist beschädigt? Was? Wie? Das muss ich mir ansehen. Ich muss darauf. Oh, sorry. Fangdrohnen greifen die Turbine an. Ich muss sie aufhalten. Dragon Ball Karotte. Hier schon wieder? Müssen wir uns immer über den Weg laufen? Komm uns nicht in die Quere, dann tun wir das nicht. So. Echt? Ich bin euch im Weg? Hey, warum hast du kein Netz gemacht, du Idiot? Okay, das waren alle. Karotte? Die Turbine zurück an ihren Platz bringen. Dragon Ball. Alles läuft. Carrot. Dr. Nguyen sollte dringend eine Art Turbinen-Security für die Dinge einrichten.